Ah, Pascal, Video heute. Mist, fast vergessen. Komm mal gucken, ich zeig dir mal, was ich hier mache. Am R8 sind wir ja soweit fertig. Öltank ist drin. Haben wir hier so ein paar Temperatursticker draufgeklebt, weil das ändert sich ja später alles mit der ganzen Thermik intern. Und der hat ja nicht viel Platz oder nicht viel Kühlung allgemein vorgesehen. Wir wollen ja nicht, dass er abbrennt. Ja, da bin ich gerade so ein bisschen dran. Aber ich wollte euch auch heute noch was anderes zeigen. Dann kommt mal mit. Ich wollte euch ja noch was erzählen zum Thema Lifing. Habe ich da umrechnet. Lifing in Klammern ist ja Lebenszeit. In der Formel 1 war das immer sehr, sehr wichtig, damit man halt wusste, wann Motor oder Motorteil am Ende seines Lebens ist, damit der natürlich nicht kaputt geht. Als Beispiel, ich war zum Beispiel für die Kurbelwelle 2000 Kilometer. Das heißt, man wusste, man kann die Kurbelwelle 2000 Kilometer betreiben unter Fullstoff. Also es ist ja Formel 1, wir fahren ja nur oder sind nur unter Volllast gefahren an der Rennstrecke und nicht auf der Straße. Deswegen gab es dann so eine Stress-Map, die uns dann gesagt hat, wann, in welchem Drehzahlbereich der Motor wie viel gelaufen ist. Das gibt es auch in frei programmierbaren Systemen. Die machen dann so eine Statistik, wo man dann weiß, wie viele Kilometer ist man unter welcher Last gefahren. Also wie viel Stress hat der Motor abbekommen. Das haben wir in der Serie natürlich nicht so, aber für euch, wenn ihr euch natürlich einen Motor aufbaut, wäre es schon wichtig, das zu wissen und auch da ein bisschen aufpassen, welche Teile sind mehr gefährdet und welche nicht. Zum Beispiel in der Serie sagt er zum Beispiel dann VW, die haben ja früher gesagt, G-Lader hat eine unendliche Lebenszeit, ist also kein Teil, was gewartet werden muss, wie so zum Beispiel auch eine Lichtmaschine. Ich denke mal, die haben einfach keinen Bock darauf gehabt, jetzt die Sachen da großartig zu überholen, wie so eine Lichtmaschine kann man ja auch überholen. Wird aber nicht gemacht, wenn die kaputt ist, muss einfach eine neue gekauft werden. War beim G-Lader natürlich ein bisschen doof, weil der kostet ja nicht 2-3 Euro. Auch damals nicht, war das auch immer ein teures Vergnügen. Und aus dem Grund gibt es die ja jetzt nicht mehr und dafür haben wir jetzt halt die Turbolader. Was der VW zum Beispiel aber vorstellt, sind ja so Zahnriemen, Wechselintervall zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel 60.000 Kilometer muss der Zahnriemen gewechselt werden. Ne? Aber die sagen nicht, der Kolben, ja, wir haben jetzt einen Kolben gebaut, ist jetzt High Performance, aber nach 200 Kilometern muss ein Motor oder muss einen neuen Kolben einbauen. Sagen die ja nicht. Ne? Wenn man normal mit den Sachen ja umgeht und der Service gemacht wird und, dann ist das ja auch kein Problem, dass so ein Motor relativ lange hält. Ja? Aber wir befassen uns ja hier mit Tuning und je nachdem, was für Komponenten wir verbauen, sollte man da auch darauf achten, dass man die Teile irgendwann auch erneuert, damit wir keinen Motorschaden riskieren. So zum Beispiel bei Pleuellagern. Ne? Die unterliegen ja schon Verschleiß, besonders im Kaltstart. Wenn da der Vorbesitzer zum Beispiel immer schön Kaltstart und Vollgas gibt ihm volle Kette, dann ist natürlich der Verschleiß an den Lagern extrem hoch und auch an der Kurbelwelle. So, in der Formel 1 war das ja dann zum Beispiel so, wir wussten, das Ding fährt nach einer, wir haben eine Stressmap, wir haben eine Statistik und wir wissen, dass Lifing sagt, Kurbelwelle 2000 Kilometer, Kolben hat zum Beispiel nur 1000 Kilometer. So, das bedeutet, nach 1000 Kilometern ist der Motor aus dem Lifing raus. Das heißt, der muss raus. Das ist dann einfach Vorschrift. Mussten sich dann alle dran halten. Oder das Pleuel hat Laufzeit von 1500 oder. Ja, und deswegen musste dann auch statistisch immer erfasst werden mit Seriennummern, welche Teile exakt wo verbaut wurden. Und wenn der Motor nach dem Rennen dann seine 500 Kilometer hatte, dann war der am Ende. Also Ferdinand Porsche hat ja ein cooles Zitat gesagt. Der beste Rennmotor ist der, der direkt nach der Ziellinie kaputt geht. Weil der hat alles gegeben, was er konnte. Ist im Rennen egal, aber da spielt das Geld ja auch keine Rolle. Dann bauen die einfach einen neuen Motor ein. Aber ist beim Tuning oder bei uns, wenn wir das machen, ja ein bisschen anders. Da geht halt viel Geld, viel Liebe in so einen Motor rein. Und wir wollen ja nicht, dass der uns dann irgendwann um die Ohren fliegt. Der soll da so möglich wie lange halten. Dann hat man in der Formel 1 zum Beispiel, um die Teile wiederzuverwenden, so eine Kurbelwelle, die ja 2000 konnte, hat 500 Kilometer gelaufen, ging die nachher nach dem Zerlegen, wurde die inspiziert. In der Qualitätskontrolle wurde die auf Risse untersucht, wurde nochmal vermessen, jetzt nicht mit der Mikrometerschraube, sondern schon mit Maschinen, alles auf tausendstel Millimeter und so weiter. Und wenn die dann in Ordnung war, dann konnte man die dann nochmal für einen Motor verwenden, der dann zum Beispiel nur am Prüfstand gefahren ist, ne, oder auf dem Test oder so. Also beim Rennen kam bei uns halt damals immer alles neu. Aber wie gesagt, da spielt Geld keine Rolle. Ja, denkt einfach drüber nach, was das für Teile sein können bei euch und achtet darauf. Auf jeden Fall immer warm fahren, kalt fahren die Motoren und in der Regel, wenn ihr da Ölwechselintervalle einhaltet, dann sollte das auch alles funktionieren. In diesem Sinne, Bartek, ich muss wieder zum R8. Ende!